Herzlich willkommen zurück hier auf der Gamescom 2017 am Stand von den Amazon Game Studios. Wir, das sind einmal ich, der Oliver Gehrmann, und auf der anderen Seite der Matze Link. Sehr schön, Sie hier zu haben. Ja, sehr schön. Wir zeigen euch heute Breakaway, das erste Spiel aus der Schmiede von Amazon. Und da geht's wirklich heiß her, denn wir haben einen geilen Mix aus verschiedenen Genres, die wir sonst einzeln sehen. Ein Sportspiel und vielleicht noch so ein Actionspiel. Die kommen hier in den Mixer und raus kommt ein ganz besonderes Dessert. Genau, das Ganze nennt sich dann nämlich Breakaway. Der Action-Teil, da haben wir hier im Endeffekt den Kampfaspekt. Ja, man möchte den Gegner mit Schlägen, mit Attacken aus der Bredouille bringen. Und beim Sportaspekt hast du im Endeffekt es ähnlich wie beim Fußball. Man hat ein Tor, in dem man einen Ball, das Relic, befördern muss, um zum Sieg zu kommen. Ganz genau. Ihr könnt das selbst ausprobieren. Hinter unserer Bühne hier habt ihr auf beiden Seiten unseres Standes die Möglichkeit, selbst mal Breakaway zu zocken, das Ganze anzutesten. Und falls ihr erfolgreich seid, habt ihr quasi unseren kleinen Test bestanden. Und dementsprechend kommt ihr anschließend auf unsere Bühne, wo wir hier nur die Besten der Besten sehen heute. Und ihr könnt gegen ein anderes Team, das sich ebenfalls durchsetzen konnte, im 4 gegen 4 antreten. Genau, aber ihr seid ja nicht alleine, denn wir haben auch noch die Coaches, die euch zur Seite stehen, euch mit Strategien und Tipps während des Spiels natürlich auch helfen, das Ganze hier zum Sieg zu führen. Ganz genau. Kurz noch der Hinweis, ihr könnt euch jetzt überall auf playbreakaway.com für die Alpha anmelden und schon nächstes Wochenende zocken. Falls ihr es hier auf der Messe nicht schafft, könnt ihr auch jetzt auf dem Handy machen, gar kein Problem. Ansonsten würde ich sagen, ihr habt eine grobe Idee davon, wie es funktioniert, deswegen bringen wir jetzt mal die Teams rein. Und wollen wir sie reinlassen? Wollen wir sie reinlassen? Na, Halamas. Fangen wir an mit dem blauen Team. Genau, da haben wir auf der Position Nummer 1 den Florentin. Florentin spielt hier heute Thorgrim. Das ist ein Krieger mit einem Hammer aus Eis. Ein Tank, der ordentlich was aushält für sein Team. Hier sehen wir ihn dann auch gleich nochmal im Hintergrund. Genau, da ist er, Thorgrim. Auf Platz Nummer 2 haben wir den Briggs. Er versucht sich auf Jarrah. Jarrah ist eine Assassine, die aus den Schatten ordentlich Schaden verteilt. Die kann man sehr, sehr schwer zu fassen kriegen. Auf Platz Nummer 3 haben wir den Exil. Ich hoffe, das war jetzt richtig gesprochen. Er spielt Rollins. Das ist ein Schütze mit 2 Handfeuerwaffen. Geht er die Gegner aus den hinteren Reihen an. Und auf Platz Nummer 4 für das Team haben wir Surgeon Zero. Er spielt Corrin. Corrin ist eine Hexerin, die natürlich mit Dots und mit Flächen aus dunkler Magie den Gegner aufhält. Mal schauen, was das Rollteam dagegen ausrichten kann. Wir fangen an mit Yannick. Yannick, trau dich raus. Da ist er. Der spielt jetzt mal Sai. Das ist ein super flexibler Charakter. Er ist ein bisschen schwerer zu spielen, wenn man mich fragt. Aber ich bin mir sicher, der Yannick wird es super machen. Ihm zur Seite steht der Sea Shadow Wolf. Da ist er, kommt aus den Schatten heraus, wie sein Charakter auch, das ist die Jarrah. Wie gesagt, die kann meucheln, ist erstmal unsichtbar, wird plötzlich sichtbar und meistens hinter dir und die Klaue in den Rücken. Dann Nummer 3 im roten Team ist Korn. Korn. Da ist er, der nimmt es mit Humor, so muss das sein. Und er spielt Thorgrim, den Giant Slayer, den großen Tank, der richtig viel Schaden aushält. Und zuletzt, das rote Team wird komplettiert von Lion Player. Da ist Lion Player und er spielt Chiome. Das ist eine Schwertkämpferin, die auch ordentlich Schaden austeilen kann. Wir sehen es hier, die Teamzusammenstellung, kein Heiler. Hier wird richtig in die Offensive gegangen. Richtig, unterstützt wird das blaue Team hierbei von unserer Coachin und zwar von der Nika. Da ist die Nika. Persönlich großer Fan. Und dann haben wir noch ihren Gegner, das ist Robin, der versucht, das rote Team zum Sieg zu führen. Da ist Robin. Drück das Headset bitte nicht kaputt. Ganz vorsichtig damit umgehen. Ja, der Robin fragt sich die ganze Zeit, wann gehen uns denn die Sprüche aus? Nie! Ich muss selbst sagen, ich bin überrascht, dass das hier noch andauert. So, die beiden Teams machen sich jetzt warm. Robin bevorzugt mit Liegestütz, die anderen, indem sie sich die Headsets aufsetzen und dann aufs Spiel vorbereiten. Das lädt hier gerade rein. Wir sind dann quasi gleich soweit. Wir wissen noch gar nicht, welche Map es sein wird, dachte ich. Wir haben ja 3 verschiedene zur Auswahl. Wir haben einmal den Tempel,
Der ist sehr übersichtlich, sehr klar gestaltet mit verschiedenen Ebenen. Wir haben die Dreadshore, ein langes Geisterschiff. Und wir haben im Endeffekt auch eine große Plattform im Himmel, auf der wir spielen können. Hier haben wir jetzt den Tempel des Auros. Genau, der Kameramann hat extra Geld bekommen, deswegen hält er hier schön aufs Relikt drauf. Das ist der Ball, das ist die Kugel. Um das geht's in Breakaway. Euer Team muss sich das Relikt schnappen und in die gegnerische Endzone befördern. Und in der Endzone gibt es dann das sogenannte Relay. Das ist dieser blaue Kreis beim blauen Team. Es ist natürlich ein roter Kreis beim roten Team. Wenn das Relikt dort landet, dann habt ihr einen Punkt für euer Team erzielt. Ist aber nur eine von drei Möglichkeiten, die ihr punkten könnt. Nummer zwei ist, ihr schafft es, alle Spieler des gegnerischen Teams gleichzeitig zu meucheln. Und die nehmen gleichzeitig auf der Auswechselbank Platz. Die kommen zwar wieder von dort zurück. Doch wenn sie alle gleichzeitig Auszeit nehmen, gibt es einen Punkt durch den Team-Vibe. Last, aber nicht least, gibt es noch die Möglichkeit, das Relikt einfach nur dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, in der gegnerischen Hälfte zu halten. Das ist dann der Territory-Win. Somit wird es bei Breakaway aufs Ende hinzu immer spannender und nicht langweiliger. Und es gibt auch natürlich keine Unentschieden. Aber diese drei Möglichkeiten zu gewinnen sind natürlich nicht ganz so einfach, denn wie wir hier sehen, haben wir auch verschiedene Buildables, wie wir sie nennen, Objekte und Verteidigungsanlagen, die den Gegner davon abhalten, in die eigene Base zu kommen oder euch helfen, weiter in die Basis des Gegners vorzubringen. Schöner Run von Corin über die linke Außenbahn. Hier geht es die Treppe runter ganz gemächlich. Wir sehen noch keinen Slide. Das machen wir meistens erst, wenn wir so das zweite oder das dritte Mal auf der Bühne sind. Da sagen sich die Leute, das muss ich noch ein bisschen üben hinten in der Demo-Area, in der ihr übrigens auch spielen könnt. Ansonsten jetzt wieder rot am Ball und gerade in Überzahl gewesen. Corin ist wieder respawned. Dafür geht jetzt Thorgrim auf die Bank und ich glaube, das ist schon das zweite oder dritte Mal. 17 Sekunden, bis der Giant Slayer zurück darf. Hier muss man auf der Map natürlich sehr aufpassen, da die Seiten offen sind. Man kann sehr schnell runterfallen. Wenn man stirbt, gehen die Respawn-Timer weiter in die Höhe und das ist nie eine gute Option. Man sollte immer versuchen, hinten gesund stehen zu bleiben und nicht so schnell das Zeitliche zu sehen. Ja, wir sehen es hier, verschiedene Strategien führen zum Sieg. Man kann eben aggressiver gehen, doch manchmal zahlt sich das eben auch nicht aus, wenn die eigene Hintertür so ein bisschen offen steht wie eine Scheune und die Verteidigung ein bisschen schläft, dann läuft der Gegner mal schnell mit dem Relic durch und obwohl er irgendwie vielleicht 20 Items mehr gekauft hat, die euch Vorteile geben, holt ihr euch und euren Team natürlich trotzdem den Punkt. Wo du gerade sagst Vorteile, wir haben auf dieser Map auch wieder zwei dieser Kristalle, einmal den roten und einmal den grünen. Beide versorgen euch jeweils mit einem 30-prozentigen Buff. Der grüne gibt Leben, der rote gibt Angriffskraft. Oh, und da ist jemand schon über den Tempelrand gefallen. So schnell kann es gehen. Mann überschreien, ja. Nur noch zwei Leute im roten Team. Jetzt kommt gerade der Respawn von Thorgrim. Das blaue Team jedoch, zwar nur drei Leute sind zwar noch da, allerdings haben die alle sehr wenig Life, haben sich jetzt taktisch brillant in die eigene Base zurückgezogen, denn in der eigenen Base heilt man. Rot hatte hier die Gelegenheit gerochen, nach vorne gestürmt, musste dann aber auch die Quittung kassieren. Wir haben jetzt wieder drei Leute nur noch im roten Team und blau mit Corin hier über die Außenbahn, sieht die Gelegenheit und stürmt nach vorne. Chara aus den Schatten hat absolut genau das gemacht, was dieser Charakter am besten kann. Sie burstet dich down, das macht sie sehr gut. Und genau so funktioniert es auch, ne? Unsichtbar machen, nach hinten gehen und dann die Krallen in den Rücken. Jetzt sind wir aber schon an der letzten Minute des Spiels. Das heißt, jetzt geht es hier um den Territorialsieg. Wo bleibt der Ball im Ende des Spiels letztendlich liegen? Genau. Also selbst wenn ihr es nicht hinbekommt, jetzt mit dem Team Wipe, also alle umzubringen, den Punkt zu holen, wenn jetzt diese Uhr runtergetickt ist, wir sind bei 40 Sekunden und sich der Ball in der gegnerischen Hälfte befindet, dann gibt es den Punkt für euch. Ihr könnt dann Team Vibe sehen bei Blau. Nur noch zwei Leute da. Nur noch Chara und Corin. Chara ist jedoch in die eigene Base zurückgekehrt und heilt sich hoch. In dem Fall auch taktisch wieder brillant, denn Corin wird jetzt für 30 Sekunden auf die Bank geschickt und ist damit für den Rest dieses Spiels ihrem Team nicht mehr zur Verfügung. Das rote Team hat hier in den letzten Sekunden auch nochmal den roten Kristall sich geschnappt, um einen Schadensvorteil zu haben in den letzten Sekunden. Thorgrim versucht jetzt hier auch nochmal schön mit der Ulti an den Ball bekommen. Wir sind bei 9 Sekunden, der Ball ist auf der rechten Außenbahn. Jetzt erst stürmt man nach vorne, taktisch eigentlich ziemlich gut gemacht. Wirft dann, Rot muss es jetzt eigentlich zurückspielen, schafft es nicht und das ist der Punkt. Sehr schön die Mauer genutzt. Ich habe mich ab der Hälfte des Spiels gefragt, wofür stehen die da? Aber vielleicht war genau das der Hint, den sie dafür genutzt haben, um den Ball dahinter zu befördern, damit der Gegner da nicht einfach so hinterherkommen kann. Das sah eigentlich ziemlich gut aus vom roten Team. Erst kurz vor Schluss nach vorne gerannt, über die Außenbahn, die war etwas freier.
mit dem Relikt in der Hand nach vorne geworfen. Das reicht manchmal eben auch, aber 3 Sekunden und die haben einen Unterschied gemacht. Deswegen, wie gesagt, es bleibt immer bis zum Ende spannend. War definitiv von beiden Spielen sehr solide, genauso wie die Item-Auswahl, die wir eben gesehen haben. Jeder Slot war hier fast besetzt. Jeder hat sich etwas eingedeckt mit dem jeweiligen Item, das ihm gut steht. Die Fangs natürlich mit Rüstung, die Damage-Dealer mit Schaden und Rüstungsdurchdringung. Hier wird das Spiel jetzt auf die linke Seite geschoben. Genau, wir sehen eine schöne Spielverlagerung von der linken Außenbahn in die Mitte. Also links und rechts ist ein bisschen relativ, weil sich die Kamera heute so viel dreht. Dann wird einem ja fast schon schwindelig. Aber wie gesagt, das ist der Spectator Mode. In dem habt ihr eigentlich immer den perfekten Überblick, was sich hier abspielt und wer gerade im Vorderlicht ist. So, Briggs läuft jetzt mit Chara durch. Wird von der gegnerischen Chara aufgehalten, macht den Ultimate, der geht leider vorbei. Jetzt muss er erstmal warten, bis die Abklingzeit des Ultimates sich erholt sozusagen, damit ihr den wieder nutzen kann. Ihr müsst nicht irgendwelche Extras erfüllen oder Sondervoraussetzungen, sondern ihr habt von Anfang an Zugriff auf alle Fähigkeiten eures Characters. Die werden dann nur allerdings danach erstmal eine Zeit lang nicht mehr nutzbar sein. Genau. Das liegt aber auch daran, ihr würdet das jetzt sagen, das ist ja ganz schön OP, wenn man alle Skills schon zur Verfügung hat. So einfach ist das nicht. Es gibt hier nämlich nur Skillshots, nichts mit Point and Click. Alles muss gezielt werden und das ist bei der Map und mit dem Abschätzen gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn 4 Leute auf dich einstürmen und dein Leben fordern. So, das rote Team ist jetzt hier in Unterzahl. Sai wurde gerade auf die Bank geschickt. Xiaomi wurde ebenfalls auf die Bank geschickt. Wir sehen den Tank, der eigentlich versucht, noch ein bisschen zu verteidigen für das rote Team. Blau können jetzt die Überzahl nutzen und stürmt erstmal nach vorne, anstatt sich zu sagen, wir versuchen den Teamwipe. Oh, das wird der Teamwipe, sag's dir! Das ist er, Batze Nostradamus. Ja, wunderschön gesehen. Man hat ja oben schon erkennen können, die Respawn-Zeiten waren noch ziemlich weit weg. Aber sie hätten vielleicht noch 1 Sekunde mehr stollen können. Schon wäre es das gewesen. Ja, manchmal, wie gesagt, der taktische Rückzug ist die beste Verteidigung. Hier seht ihr jetzt ganz außen jeweils, was die Charakter kaufen. Wir sehen zum Beispiel weniger Abklingzeit für Corin. Gute Strategie als Supporter. Forschen wir hier mit Angriffsschaden. Okay, ich meine, so ein Hammer, der ordentlich zukloppen kann, finde ich gut. Ja, da wird die Rolle des Tanks ein bisschen neu definiert. Aber ich habe auch schon mit dem Tank so einige Punkte machen können. Gerade dann, wenn ich meistens gegen unsere anderen Kommentatoren gespielt habe. Du denkst, du hast gegen Forz gespielt. So, wir sehen jetzt hier wieder, es wird sich ordentlich gekloppt, die Mauern sind gebaut auf beiden Seiten, die Karten sind klar verteilt, das blaue Team sieht sich wieder in der Rolle des Aggressors, haut hier ein bisschen drauf, Rot muss ein bisschen in die Defensive gehen und der Tank von Rot, der bisher den meisten Schaden eigentlich noch so ein bisschen von seinen Teammates abhalten konnte, könnte gleich wieder fallen. Xiaomi versucht ja auch die Mauer zu umgehen, die sind natürlich sehr schön gestellt, man hat eine Lücke in der Mitte gelassen, die von einer Tesla von Sai bewacht wird, die teilt ordentlich Schaden aus, da sollte man sich nicht unbedingt dran vorbeischleichen, denn das könnte das Leben kosten. Ja, ist ja fürchterlich hier, man versucht links, man versucht rechts rund um diese Mauer herum, aber immer steht jemand im Weg, als wäre es irgendwie vom roten Team so geplant gewesen, das muss man wirklich mal den Leuten lassen. Und Korn ist jetzt mit dem Relic relativ weit durch, dachte ich erst, aber der ist ja in der eigenen Hälfte, ja, das ist genau. Eher so eine Verteidigungsaktion, um den Gegner durcheinander zu bringen. Aber jetzt hier Jera auf dem Vormarsch, während hier versucht wurde, durch die Mauer durchzubrechen, hat das rote Team sich auch den roten Kristall geschnappt, um jetzt natürlich noch mehr Schaden zu machen. Ja, hier die Jera wurde mal kurz uncheckt gelassen und hat sich gesagt, ich komme zurück und zwar mit Rache im Blut. Die hat er dann auch richtig ausgeteilt und dementsprechend muss jetzt Blau hier mal ganz schön Schaden fressen. Jera ist fast tot, Corin hat eine Killstreak, das sieht man oben, der Charakter, der brennt, der ist on fire. Der Thorgrim des blauen Teams ebenfalls, aber beide haben, wie gesagt, ganz schön Schaden fressen müssen. So, Rollins ist jetzt fast down beim blauen Team. Kann er vielleicht nochmal zurückkehren, kommt er aus dieser Situation, aus dieser brenzligen Lage heraus? Ja, er schafft, versteckt sich hinter der Mauer, taktisch brillant. Es gibt hier keinen feigen Rückzug, es gibt nur den strategischen Rückzug. Dementsprechend heilt er sich wieder hoch. Hier natürlich auch sehr schön die Flächen von Corin gestellt, um nicht den Gegner einfach so durch dieses Feld hindurchgehen zu lassen. Man muss natürlich auch sagen, die Mauern von Thorgrim können natürlich auch zum Verhängnis werden, weil man selber nicht unbedingt schneller hinterherkommt. Ja, richtig. Wir haben jetzt Xiaomi gesehen, eigentlich einer der schnellsten Charakter, doch in diesem Sumpf, den Corin platzieren kann. Die verflucht hier einfach mal so ein Stück und plötzlich haben wir da überall diesen Sumpf und die Charakter werden langsamer. Da ist es dann nicht mehr gut Kirschen essen, da rennt niemand mehr durch. Oh, Blau jetzt natürlich in der Powerplay-Situation 5-2. Das rote Team hat hier währenddessen die Lücke genutzt und hat sich den grünen Kristall geschnappt, um ein bisschen erlebt zu haben. 2 Leute down beim roten Team, obwohl es den Health-Buff hat. Der konnte hier leider nicht ganz so viel bringen. Die Chara ist die nächste, die eigentlich das Zeitliche segnen könnte, wenn sie nicht gerade unsichtbar ist.
Jetzt ist allerdings Xiaomi draufgegangen. Jetzt ist Chara draufgegangen. Nur noch ein Charakter im roten Team. Gerade spawnt Thorgrim zwar wieder. Der ist aber auch schon 3 oder sogar 4 Mal gestorben. Das heißt, wenn der jetzt auf die Bank geschickt wird, dann sehen wir den vielleicht gar nicht mehr. Hast du gesehen, wie die Buildables gerade aufgegangen sind? Die Blauen sind hinter die Mauer gelatscht, haben ordentlich Schaden von den Teslas gefressen. Und jetzt sind wir in der letzten Minute. Das heißt, jetzt geht es wieder um den Territorialsieg. Und dafür stehen die Mauern und die Teslas natürlich perfekt. Ja, das blaue Team hat sich hier neu formiert, ist jetzt zusammen aus der Base rausgekommen. Alle hatten sich wieder schön geheilt und jetzt gehen sie nach vorne. Das rote Team hat allerdings den Damage-Buff im Rücken. Die haben den roten. Oh, jetzt schöner Breakaway hier von Jara. Sie ist unaufhaltbar, das wird ein Tor. Das ist es doch für das blaue Team wunderbar gemacht. Wirklich schön die Lücke gesehen. Wir hatten es noch gesagt, das blaue Team kommt neu gestärkt aus der eigenen Base zurück. Haben sich da vielleicht mal ein Snickers geschnappt oder sowas. Kurz neu gefrühstückt und jetzt mit neuer Power durchgerannt und den Punkt geholt. Das wunderschön ist gemacht. Spiel, Satz und Sieg für das blaue Team, das sich somit mit 3:0 durchgesetzt hat. Hier der MVP auf Florentin mit 17 Kills auf Thorgrim. Da hat der Schadensbuff durch die Items natürlich sein Übriges getan. Da haben wir vorher noch gezweifelt und gesagt, warum holt sich denn der Tank hier den Angriff? Darum holt sich Ballers den Angriff, kann. Weil er es kann. Ja, und er ist eigentlich der Einzige im gesamten Team, der so eine richtig positive Angriffsbilanz hat. Wir sehen noch den Rollins mit 6 Kills und nur einem Loss. Der hat auch gut gespielt für sein Team. Aber letzten Endes hat hier wirklich der Tank gesagt, ich stelle mich in die Mitte und ich teile ordentlich aus, während ich gleichzeitig einstecke. Und der Rest des Teams hat ihn super supportet. Breakaway ist aber nun mal keine One-Man-Show, denn hier kann man nur mit seinen Teammates zusammen den Sieg erringen. Und das haben sie ganz klassisch gemacht. Absolut. Versteht mich nicht falsch, die haben es wirklich zusammen runtergespielt. Immer wieder schön in die eigene Base, Spielfeld nach vorne und nach hinten verschoben. Und das hat letzten Endes wirklich den Punkt gebracht. Wie gesagt, wenn ihr spielen wollt, gar kein Problem. Einfach aus der Stage hier raus, nachdem ihr das mal gesehen habt, wie das ungefähr funktionieren kann. An die Demos ran und sofort könnt ihr selbst ein Breakaway zocken. Ansonsten auch online die Gelegenheit, jetzt schon auf playbreakaway.com. Das ist unsere Webadresse. Dort könnt ihr euch für die Alpha reinschreiben und dann seid ihr ebenfalls sofort dabei. Richtig. Und wenn ihr heute mal sehen wollt, wie das die Profis machen, dann lege ich euch ans Herz. Um 18 Uhr kommen hier 2 super geile E-Sports-Teams. Und zwar die University of California Irvine gegen das Team NRG. Es wird ein Best-of-7-Match. Hier geht es dann für die Spieler auf der Bühne um 4 GTX 1080. Für euch unten an der Bühne geht es dann ebenfalls um jede Menge Goodies, T-Shirts, Headsets, Mäuse, deine Leber, meine Leber. Wir hauen einfach alles raus. Wir geben unser letztes Hemd für euch. Aber wir brauchen jetzt, glaube ich, auch erstmal ein Päuschen, oder Olli? Ganz genau. Wir gönnen uns mal kurz eine kleine Pause, sind dann allerdings sofort wieder für euch da mit der nächsten Runde Breakaway hier bei den Amazon Game Studios.